Nach Razzien in Reichsbürgerszene. Sicherheitsbehörden rechnen mit weiteren Beteiligten. Russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Putin erklärt, Atomwaffen nur im Vergeltungsfall zu nutzen. Neuntes Sanktionspaket. EU will neue Maßnahmen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges verhängen. Nach der Großrazzia gegen eine Reichsbürgergruppierung wegen konkreten Umsturzplänen in Deutschland sind 25 Menschen in Haft. Die deutschen Sicherheitsbehörden rechnen mit weiteren Beschuldigten und Durchsuchungen in den kommenden Tagen. Der Präsident vom Verfassungsschutz zeigt sich überzeugt von der Ernsthaftigkeit der Umsturzpläne. Diese Gruppe, die heute ausgeschaltet wurde, zeichnete sich aus durch eine sehr weite Vernetzung über das gesamte Bundesgebiet, durch sehr präzise Planungen, was man vorhatte. Und die Vorhaben waren tatsächlich sehr gewaltorientiert. Man hatte auch die Tötung von Personen durchaus vor Augen. Die mutmaßlich rechtsterroristische Gruppe soll vor allem aus sogenannten Reichsbürgern bestanden haben, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Anführer der Organisation soll ein Adeliger aus Hessen sein. Der 71-jährige Frankfurter Immobilienunternehmer Heinrich der 13., Prinz von Reuß. Nach einem gewaltsamen Umsturz wollte die Gruppe demnach eine Regierung mit ihm an der Spitze einsetzen. Bereits einzelne Personen waren vorgesehen für die Übernahme einzelner Ressorts, darunter für das Justizressort eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Neben diesem Rat, der eine neue Staatlichkeit und eine neue Staatsstruktur planen sollte, besteht nach unserer Erkenntnis ein militärischer Arm. Unter den 25 Festgenommenen war neben der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und amtierenden Richterin auch ein aktiver Soldat des KSK und mehrere Reservisten der Bundeswehr. Rund 3000 Beamte nahmen an insgesamt 150 Durchsuchungen teil. Zwei Personen wurden in Österreich und Italien festgenommen. Kreml-Chef Wladimir Putin hat erstmals eingeräumt, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine länger dauern könnte. Die Hälfte der rund 300.000 in den vergangenen Wochen eingezogenen Reservisten sei bereits im Nachbarland stationiert. Atomwaffen werde er nur zur Vergeltung einsetzen. Unsere Strategie ist, sie im Verteidigungsfall und als Vergeltungsschlag zu nutzen. Wir betrachten Massenvernichtungswaffen, also Atomwaffen, als Mittel, um zurückzuschlagen. Wenn wir getroffen werden, schlagen wir zurück. Scharfe Kritik an Putins Worten kommt von Seiten der USA. Jedes lockere Gerede über Atomwaffen ist völlig unverantwortlich. Es steht im Widerspruch zur Erklärung, die Russland im Januar dieses Jahres im Rahmen des UN-Sicherheitsrats offiziell unterzeichnet hat. Es widerspricht der Erklärung, die wir selbst in den letzten Wochen von russischen Offiziellen gehört haben. Die Vereinten Nationen stehen währenddessen kurz davor, ihren Bericht über Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine zu veröffentlichen. Dieser stuft den Tod von 441 Zivilisten in drei Regionen als mögliche Kriegsverbrechen ein. Die EU-Kommission will Russland wegen des Ukraine-Krieges mit einem neuen, neunten Sanktionspaket weiter unter Druck setzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Mitgliedstaaten dazu in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Erstens schlagen wir vor, fast 200 weitere Personen und Einrichtungen auf unsere Sanktionsliste zu setzen. Dazu gehören die russischen Streitkräfte sowie einzelne Offiziere und Unternehmen der Rüstungsindustrie, aber auch Mitglieder der Staatsduma, des Föderationsrates, Minister, Gouverneure und politische Parteien. Zudem sollen drei weitere russische Banken sanktioniert und Russlands Zugang zu Drohnen über Drittländer wie den Iran eingeschränkt werden. Von der Leyen nannte auch neue Exportbeschränkungen und wirtschaftliche Maßnahmen gegen den russischen Energie- und Bergbausektor. Nach dem Auftreten von ernsthaften Versorgungsengpässen hat Ungarns Regierung die seit mehr als einem Jahr geltende Benzinpreisdeckelung aufgehoben.
Dieser Schritt sei auf Vorschlag des Mineralölkonzerns MOL vollzogen worden und gelte mit sofortiger Wirkung, teilte der Stabschef von Ministerpräsident Viktor Orbán mit. Er machte das von der Europäischen Union gegen Russland verhängte Ölembargo für die Situation verantwortlich. Euronews-Reporter Sandor Schiros meint hierzu, das ist nicht wahr, dass die Aufhebung der Benzinpreisdeckelung etwas mit Brüssel zu tun hat, denn das Embargo betrifft Ungarn gar nicht. Vielmehr hatten ausländische Mineralölfirmen kein Interesse, Benzin zu Preisen unter dem Marktwert nach Ungarn zu liefern. Nach Ansicht von Experten hatte sich ein Zusammenbruch der Treibstoffversorgung abgezeichnet. Viele Länder in der EU sind in Alarmbereitschaft. Zu häufig ist, wie hier in Frankreich, die Vogelgrippe schon ausgebrochen. Die Regierung in Paris hat Maßnahmen ergriffen, wie etwa Monate der Stallpflicht und die Vorschrift, weniger Tiere zu halten. Das Geschäft dieses Bauern erholt sich immer noch von einem Ausbruch im letzten Frühjahr. Die Maßnahmen hat er akzeptiert. Es sei für ihn ein Schock gewesen, als seine Tiere von der Grippe dahingerafft wurden. Er habe umdenken müssen. Wir betrachten den Hof jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Wir wollen den Hof erhalten. Wir denken über neue Projekte nach. EU-weit haben die Infektionszahlen der Agentur für Lebensmittelsicherheit zufolge in diesem Jahr mit fast 50 Millionen Keulungen Rekordwerte erreicht. Die Krankheit tritt meistens in den Herbst- und Wintermonaten auf. Im Südwesten Frankreichs ist die einträgliche und von Tierschützern als grausam kritisierte Foie Gras-Industrie ansässig. Die Produktion fällt wegen der Vogelgrippe in diesem Jahr wieder geringer aus. Auch bei Wildvögeln ist eine steigende Zahl an Infektionen zu beobachten. In der deutschen Hauptstadt Berlin bleibt der Zoo weiter wegen Vogelgrippe geschlossen. Ein Vogel war positiv auf Vogelgrippe getestet worden. Jetzt müssen weitere Tests durchgeführt werden. Es ist wieder soweit. Das Lichterfest in Lyon taucht die französische Metropole für 4 Abende in ein magisches Leuchten. Historische Monumente und Brücken werden durch farbige Illuminationen zum Leben erweckt und laden ein zum Träumen. Der Fantasie der Lichtkünstler scheinen keine Grenzen gesetzt. Wir wollten das Fest wie schon im vergangenen Jahr so offen und zugänglich wie möglich für Familien und Kinder gestalten. Es ist auch ein partizipatives Fest, da 4 Werke gemeinsam mit Einwohnern erschaffen wurden. Außerdem soll das diesjährige Lichterfest im Zeichen des Umweltbewusstseins stehen. Alle Kunstwerke basieren auf der LED-Technik, dadurch ist der Stromverbrauch extrem gering. Wir stecken viel Enthusiasmus und Energie hinein und sind daher sehr glücklich, dass wir dieses Jahr wieder die Lyonerinnen und Lyoner, deren Fest es ist, begrüßen dürfen und natürlich noch viele Menschen mehr. Auch eigene mobile Lichtobjekte werden für eines der schönsten Lichterfeste weltweit kreiert. Mein Werk beginnt mit etwas Spielerischem, fast einem Kinderspiel, dem Tischtennis, einem gewöhnlichen, banalen Spiel, das sich durch die Magie einer elektrischen Montage auf überraschende Weise in einen pixeligen Bildschirm verwandelt. Das Konzept des Turms von Babel ist hier wiederzufinden. Eine unendliche Anzahl von Sprachen wird mit dem Informatiksystem Unicode vereinheitlicht, das es jetzt auf einem Smartphone oder einem Computer ermöglicht, alle Sprachen der Welt zu schreiben, einschließlich des klassischen Ägypten, des antiken Persisch bis hin zu heute den Emojis. Und dann gibt es noch leere Felder für die Sprachen der Zukunft. Dieses Jahr gibt es in Lyon endlich wieder Licht und Ton, praktisch ohne Einschränkungen. Die Stadt leuchtet 4 Tage lang. Wenn die Nacht hereinbricht, dienen die historischen Denkmäler, öffentlichen Gebäude, Plätze oder Parks als Leinwand für die leuchtenden Kunstwerke des Lichterfests. Ein poetisches Ereignis, das uns aus der Dunkelheit holt und uns daran erinnert, dass wir alles wieder aufbauen können, solange unser inneres Licht nicht erlischt. Patrícia Tavares na Festa das Luzes em Lyon, para a Euronews.